So, jetzt kommen wir aber erstmal zu unserem ersten Gast in der Sendung. Und wir wollen ja in dieser Show auch darüber sprechen, welche guten Seiten Corona mit sich bringt bei all dem Leid. Aber unsere Digitalisierung in Deutschland hat im Nu ein Upgrade erfahren, weil alle gezwungen waren, auf einmal auf digitale Wege, Kommunikationswege zurückzugreifen. Und eine Frau, die sozusagen die digitalen Fäden in der Bundesrepublik in der Hand hält, ist Doro Bär, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte für Digitalisierung. Deshalb schalten wir jetzt nach Berlin. Hallo Doro Bär. Hi Fabian, servus. Erstmal zum Einstieg. Wahrscheinlich hat sich ja auch eure Arbeit im Nu digitalisiert. Man kennt ja Politik immer mit vielen Akten und eher mit weniger Videokonferenzen. Wie sieht denn dein persönlicher Alltag inzwischen aus? Wie digital ist der und wie habt ihr es geschafft, die Prozesse der Bundesregierung zu digitalisieren? Also sagen wir mal so, für mich hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel geändert. Ich habe zwar jetzt nie so richtig Homeoffice gemacht, aber es war immer so Office to go, weil ich ja wahnsinnig viel Zug fahre und deswegen habe ich das meiste eigentlich immer auf meinen langen Zugfahrten zwischen Bayern und Berlin oder egal, wo ich in der Bundesrepublik unterwegs war, schon gemacht und habe auch kein Mobile First, sondern immer Mobile Only. Also ich habe auch gar keinen Rechner in meinen Büros stehen, immer nur Mobile Devices. Aber was sich schon geändert hat, war natürlich, dass man plötzlich jetzt einen größeren, ja, sag ich mal, Radius hat auch mit Menschen, die das jetzt auch plötzlich machen, beziehungsweise dass auch ganz viele Sitzungen sich jetzt nochmal verändert haben und dass die Korrespondenz eben dann doch auch bei anderen schneller funktioniert, weil die sich auch nicht mehr vorlegen lassen oder ausdrucken lassen oder ja, sonst irgendwas damit machen. Also da hat sich schon was geändert. Bei den Sitzungen, die tatsächlich auch digital möglich sind in der Abhandlung her, die sind, finden jetzt plötzlich alle digital statt, auch bei denen man gesagt hat, das wird nie funktionieren. Also wir hatten jetzt die Woche auch mal die erste, nicht nur enger Parteivorstand oder Präsidium, sondern wirklich mal einen großen Parteivorstand mit allen Kooptierten. Da ist man dann auch gleich bei über 80 Mann und auch noch mit Mitarbeitern und so weiter. Und das funktioniert dann auch erstaunlich gut. Also nach 6 Wochen jetzt würde ich sagen, jeder findet auch die Mute-Taste. Sehr gut, ja, das ist ganz, ganz wichtig. In der letzten Show haben wir da schon Beispiele gesehen, wo das nicht funktioniert hat. Jetzt ist die Digitalisierung ja nun wirklich kein neues Thema für Unternehmen, für Regierungen. Aber trotzdem hat man ja das Gefühl, es gab jetzt einen ordentlichen Push durch die Corona-Zeit. Wie wichtig war das auch, um vor allem in den Köpfen die Wege frei für die Digitalisierung in Arbeitsprozessen und in Unternehmen zu machen? Also ich sage mal so, ich habe bei Amtsantritt schon vor 2 Jahren gesagt, als es alles so schleppend war und auch die Lust auf Veränderung halt wirklich überhaupt nicht da war, dass es für uns ja nicht am Know-how scheitert, an den technischen Möglichkeiten, sondern dass es, wie du richtig sagst, ja auch so eine Kopfgeschichte ist. Und habe dann mal in den Reden vor 2 Jahren gemeint, naja, wir bräuchten wahrscheinlich mal so einen großen Knall, weil freiwillig wird es in Deutschland keiner machen. Natürlich habe ich da nicht an Virus gedacht, sondern eigentlich eher, dass wir mal wirtschaftlich gezwungen sein werden, aufzuwachen, dass sich was ändern muss. Und wie du am Anfang gesagt hast, ja, man muss auch die positiven Seiten bei aller Dramatik jetzt beleuchten. Da war einer der schönsten Sätze in den letzten Wochen, die ich gehört hatte, aus den USA, never waste a crisis. Das finde ich ganz gut auf den Punkt bringt, jetzt die Krise als Chance zu nutzen, zu sehen, wo können wir Strukturen ändern, wo können wir Abläufe einfach verbessern. Wie können wir auch den Menschen die Angst vor der Digitalisierung nehmen? Weil das sehe ich ja jetzt auch. Ich habe jetzt schon so viele Konferenzen gehabt, auch mit Kollegen, die gesagt haben, ich mache das heute das erste Mal. Und dann gleich mal, als sie ihre Stummtaste aufheben wollten, dann aus Versehen den Bildschirm mit allen geteilt haben. Ja, dann wird am Anfang mal kurz gelacht, aber beim nächsten Mal weiß man es dann und man merkt, huch, das tut ja alles überhaupt nicht weh. Und auch in den Bereichen, wo natürlich so die Ängste ganz besonders groß waren. Ich sage mal im ganzen schulischen Bereich, wenn man da mit den Lehrerinnen und Lehrern, die willig waren, in den letzten Jahren gesprochen hat, versucht hat, was anzuleiern, war immer die ganz große Angst, oh Gott, was sagt denn da mein Kultusministerium dazu? Das dürfen wir gar nicht. Ich habe mit so vielen Schulen auch gegen unser Kultusministerium in Bayern in den letzten Jahren schon immer durchgefochten, auch die Fragestellung nach Handyverbot an Schulen, ja oder nein, ja oder Fragestellungen, wann dürfen Devices eingesetzt werden und verblöden unsere Kinder alle oder werden alle automatisch zu Amokläufern. Die Diskussionen hatten wir trotzdem immer noch und jetzt, wo es aber notwendig ist, funktioniert es plötzlich. Ich habe selber 3 Kinder im schulpflichtigen Alter und in unterschiedlichen Jahrgangsstufen und wenn man sieht,
auch an altsprachlichen Gymnasien, was alles möglich ist, wenn es dann tatsächlich funktionieren soll. Das ist schon sehr beeindruckend und ich hoffe wirklich sehr, dass wir das auch dann in der Nach-Corona-Phase beibehalten, weil wir gemerkt haben, das bewährt sich. Und vielleicht noch ein Satz. Wir haben ja auch gemerkt, dass, denke ich mal, gerade bei denen, die immer versucht haben, auch so Strukturen zu blockieren, dass sie auch für sich festgestellt haben, dass es ja nichts ist, wo man ihnen was Böses will, sondern dass es Lebenserleichterungen sind und dass diese Lebenserleichterungen auch damit einhergehen, dass weniger Ressourcen verschwendet werden. Und mit Ressourcenverschwendung meine ich jetzt, na klar, auch Schadstoffausstoß, NOx, CO2, was auch immer, aber natürlich auch menschliche Ressourcen müssen wir in unseren Jobs, in anderen Berufen wirklich für ein 15-minütiges Grußwort die Menschen immer, keine Ahnung, europaweit vor nachschicken. Also müssen auch unbedingt so viele Dienstreisen sein. Ist ja auch eine menschliche Ressourcenverschwendung, wenn die Menschen dann es vielleicht auch leichter von zu Hause aus machen können, dadurch leistungsfähiger sind oder vom Büro aus, ohne quer durch die Lande geschickt zu werden. Also ich glaube, es gibt ganz viele Beispiele, von denen ich hoffe, dass sie auch im Nachgang beibehalten werden. Sehr gut. Jetzt sind ja die Forscherinnen und Forscher rund um den Globus gerade dabei, irgendwie dieses Virus erstmal näher kennenzulernen, um es dann auch besser bekämpfen zu können. Welche Rolle spielt denn die Digitalisierung bei dieser Bekämpfung des Virus? Na gut, das Entscheidende ist natürlich auch, dass wir eine ordentliche Datenanalyse bekommen, dass wir zum einen auch mal statistisch sehen, wo der Virus sich wann wie ausgebreitet hat, dass man auch Infektionsketten leichter nachverfolgen kann, dass man auch Kontaktpersonen natürlich alles immer pseudonymisiert auch nachverfolgen kann, dass es aber auch technisch, hoffe ich mal, die Möglichkeit gibt, dann auch aufgrund der Datengrundlage leichter zu entscheiden, ob die Einschränkungen, die wir jetzt hier oft flächendeckend machen müssen, wie bei Kontaktverboten oder bei bestimmten Schließungen, ob das jetzt Schulen sind, Kindergärten sind, oder Geschäfte sind, dass man je nachdem, wie sich die Pandemie entwickelt, ob sie an der einen Seite abflacht, an der anderen Seite vielleicht nochmal einen Aufschwung bekommt, dass sowas auch nicht flächendeckend übers ganze Land gezogen werden muss, sondern dass man tatsächlich auch die Möglichkeit dann hat, es auch punktueller zu machen und nicht jetzt nur runtergebrochen auf ein Bundesland. Manchmal vielleicht sogar nur auf dem Landkreis oder eine einzelne Gebietsgemarkung, je nachdem, wo dann so ein Virus eben auftaucht und dann auch weniger Einschränkungen für die Menschen damit einhergehen, als ein Beispiel. Ansonsten hat man natürlich noch die Möglichkeit durch bestimmte Apps, wo vorgestellt werden kann, wo sind noch Intensivbetten frei. Wir haben zum Beispiel auch, weil wir in Bayern ja besonders betroffen waren, auch durch dann bestimmte Datenbanken die Situation gehabt, dass wir wussten, in dem einen Landkreis sind besonders viele Fälle und mit einem Knopfdruck weiß ich, im Nachbarlandkreis sind freie Betten. Da muss nicht groß rumtelefoniert werden, sondern es geht wirklich alles per Knopfdruck. Da sind die Beatmungsgeräte frei, da sind sie vielleicht besetzt. Dass da die Digitalisierung natürlich auch schon wahnsinnig hilft. Ansonsten arbeiten wir gerade an unserer Corona-Tracing-App, die dann auch nochmal ermöglichen soll, auch zum Beispiel so eine Infektionskette leichter zu durchbrechen, wenn ich eben weiß, ich hatte Kontakt und kann mich dann gleich in Quarantäne begeben. Da habe ich noch mal eine Nachfrage. Wir haben ja in unserer letzten Show mit Jens Spahn schon drüber gesprochen, was Apps dort können. Aber mal noch mal konkret nachgefragt: Wie läuft denn jetzt dieser Programmierungsprozess? Macht das die Bundesregierung selbst? Mit wem arbeitet ihr da zusammen? Und wie ist da auch der Stand der Dinge? Machen wir alles alleine, alles selber. Nein, natürlich nicht. Also in der Machst du Bundesregierung selbst, selber, oder? Du programmierst sie selbst. natürlich. Nur neben der Tatsache, dass wir 24/7 arbeiten und dann auch noch, wie gesagt, jeden Tag Schulaufgaben mit drei Kindern machen und kochen, waschen, putzen, programmieren wir auch alle Apps noch selber, weil das natürlich nur Frauen können, ist auch klar. Und die offizielle Antwort ist aber, damit ihr Männer euch nicht so wahnsinnig schlecht fühlt dabei, dass die Federführung beim Bundesgesundheitsministerium liegt, dass wir auch vom Kanzleramt unterstützend tätig sind. Ich bin beispielsweise in Dauerkoordination auch mit unseren europäischen Nachbarn, weil wir wollen ja auch eine im Idealfall europäische Lösung, weil wir ja auch weiterhin wieder grenzüberschreitende Verkehre ermöglichen wollen, gerade diejenigen, die uns jetzt zuschauen, die in Ländern wohnen, die direkt auch an Nachbarländer grenzen, die haben oft natürlich die Pendelei, auch alleine Berufsverkehr, der jeden Tag stattfindet. Deswegen macht es natürlich Sinn, dass wir das Ganze auch europäisch im Idealfall lösen. Da sind wir ganz eng dran.
Ansonsten haben wir jetzt neu entschieden, dass die dezentrale Lösung favorisiert wird. Das ist jetzt gerade eine Entscheidung vom Wochenende zwischen BMG, BMI und Bundeskanzleramt, dass die Projektträger sein sollen, zum einen die Telekom mit T-Systems und zum anderen SAP, die natürlich dann auch die Startups, die beispielsweise da sind, mit ins Boot holen sollen. Aber dass auch alles, was jetzt von Helmholtz, Fraunhofer und so weiter dann schon entwickelt wurde, auch mit einbezogen wird, dass man auch nicht bei Null anfängt. Ich habe erst heute dazu auch mit dem Bundestagsausschuss für die digitale Agenda darüber diskutiert und dass wir die App jetzt mal zum Laufen bekommen. Natürlich gibt es dann immer noch viele Detailfragen auch, die geklärt werden können, aber wichtig ist mir, dass wir da auch für die Bevölkerung ein Grundvertrauen schaffen. Eine Grundtransparenz ist ja auch alles Open Source, damit eben auch die Menschen es dann tatsächlich runterladen und nutzen, weil je mehr es dann auch tatsächlich auf ihrem Handy installiert haben, desto besser ist natürlich dann auch die Datengrundlage. Vielleicht ein Satz noch für den zweiten Schritt. Weil es ja dezentral ist, wollen wir auch im zweiten Schritt dann auf dem sogenannten Forschungsserver dann auch eine Datenspende ermöglichen, sodass ich dann selber entscheiden kann, möchte ich dann anonymisiert, pseudonymisiert meine Daten auch zur Verfügung stellen, um dann auch der Wissenschaft an der Stelle wieder einen Gefallen tun zu können. Super, also wir haben gelernt, das hast du gerade gesagt, ganz Deutschland merkt gerade, die Digitalisierung tut nicht weh, ganz im Gegenteil. Sie hilft uns im Alltag, macht vieles leichter und hilft auch ganz konkret bei der Bekämpfung des Coronavirus. Liebe Dorobert, vielen Dank für dein Digital-Update zur Corona-Krise und ganz, ganz herzliche Grüße nach Berlin. Danke, liebe Grüße.